Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Horse Riding Tales. Und wir haben heute mal wieder die Chance auf ein Pony, denn in der Bronzepfeife kann eines von den neuesten Pferden, quasi von der neuesten Richtung der Pferde, denn die Ponys waren ja das letzte, was reingekommen ist. Und wir... Oh, 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 bitte. Ist es ein Pony? Komm, 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 komm. Wir haben unser erstes Pony. Wir haben ein schwarzes Shetland-Pony bekommen. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Es ist so klasse. Wir müssen uns das unbedingt anschauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Finally, ey. Wie lange versuche ich das jetzt schon? Da steht es. Oh mein Gott. Wir müssen unbedingt Platz schaffen. Wartet mal. Es kommen ja immer diese Random-Pferde rein. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Platz schaffen. Oh mein Gott, es ist so süß. Was steht denn da an Leuten da? Uff. Dann machen wir das jetzt nämlich erstmal so. Wir schaffen jetzt erstmal ein bisschen Platz. Und gucken mal, dass wir hier irgendeins der Pferde erstmal rausnehmen. Das North. Hep, hep. Argo. Können wir das hier mal rauspacken? Hep. Machen wir hier einen Stall. Das Pony war rare, ne? Das heißt, wir müssen... braucht das einen epischen Stall oder einen seltenen Stall? Moment, es ist blau. Ich glaube, es braucht den hier. 30 Minuten. Warte mal, können wir nicht auch einfach ein Pferd raushauen? Moment, weil wir haben doch total viele Pferde, die da überhaupt nicht reingehören. Man kann auch... Nee, man kann, glaube ich, immer nur direkt den Stall mitverkaufen. Boah, das ist immer ein Problem. Ja, hier haben wir jetzt dann teilweise Pferde drin, die hier, diese vier zum Beispiel, die sind ja völlig, ja, super. Genau, das ist nämlich das Problem, dass die einfach sich sozusagen in den Stall rein begeben. Moment, wie kommen wir jetzt zu den Pferden jeweils hin? Wo waren die denn jetzt? Ich will das hier mal direkt verkaufen. Abbauten. Der zum Beispiel, den Stall kann man hier zum Beispiel die verkaufen. Und den da auch. Moment, was ist da drin? Ja, genau. Und dann bauen wir dafür nämlich ein Fantasy-Stall. Und hierfür haben wir noch einen seltenen Stall. Dann haben wir nämlich auf jeden Fall alles, was auch immer das Pony braucht, dann nämlich. So, und den hier auch weg. Das ist nämlich genau immer das Problem bei dem Game. Dass ich die Pferde einfach so reinpacken immer selber. So, aber jetzt müssen wir aufpassen, dass wir bloß nicht unser kleines Pony, da ist es ja. Oh mein Gott, da ist es. So, die anderen mal weg. So. Da ist unser kleines... Kommen Sie her. Ich sehe ja gar nicht, wie lange es hier steht, aber das ist am Anfang immer super lange. Hallo? Man sieht das gar nicht. Aber in einer halben Stunde können wir dich ja reinpacken, denn ich glaube, du brauchtest nämlich nur den kleinen. Na, dann gucken wir uns mal die Daily an. Ach, das war ein Eisen, war es, okay. Ja. Hey!
So, ich mag den neuen Look übrigens sehr gerne. Also da haben sie ein paar richtig... Oh, 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 oh. Ein paar richtig coole Items reingemacht. Also den Look finde ich super, den ich da jetzt drin habe. Ich mag das super gerne. Von der Art her. Wir können uns ja nochmal kurz an die... an die Wand stellen. So, dann müssen wir es mal sehen nochmal hier. So, so sieht nämlich der aktuelle Stil aus. Ich finde den sau cool. Wir können aber auch nochmal hier auf Charakter gehen. Da seht ihr ja jetzt. So ist der aktuelle Look. Hier gibt es jetzt neue Rabatte, aber neue, die neuen Stile eben auch. Von den neuen superkranken Frisuren. Da haben wir die unterschiedlichen Augen auch. Ja, es gibt schon ein paar super krasse Augen. Im Endeffekt spiegelt das an vielen Stellen das wieder, was man auch bei SSO halt teilweise haben will. Also zwar jetzt nicht so übertrieben magisch, aber eben genau das so ein bisschen in dieser Art vom Editor-mäßigen her. Gibt es ja auch so ein paar richtig nice Möglichkeiten dann. Also da bin ich definitiv gespannt, in welche Richtung das geht. Mir gefällt das jetzt so aber schon mal richtig cool von der Optik her. Huh! Hab ich mich jetzt erschrocken. Da steht einfach jemand vor mir. So. Da fangen wir noch ein paar Pferde. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir das Pony dann finally fertig haben und es bei uns in den Stall einziehen kann. Hä? Das ist irgendwie... Ah, hä? Was war das denn? Das eine war irgendwie kaputt. Sehr gut. Fangen wir noch ein paar Pferde ein. Aber bei dem Pony bin ich tatsächlich jetzt richtig happy, dass wir es haben. So, mach mal hier einmal. Da, das tägliche Putzen. Ich finde es immer so lustig, dass sich immer unser riesiges Haustier davor legt, sodass wir es eigentlich was überhaupt nicht mehr putzen können. Aber jetzt geht's hier. Aber beim letzten Mal lag es so direkt davor. So, gucken wir mal die täglichen Aufgaben an. Ja, da sind wir doch schon ganz gut dran, noch das Eisen sammeln. Und dann können wir schon bald auch unser kleines Pony einziehen lassen. Wenn ihr eine gute Idee vielleicht für einen Namen habt, könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Auf Lauschig. Between us.